Wir haben bestimmt alles schon mal von Thor gehört und sei es auch nur in den Marvel-Filmen. Thor gilt als einer der wichtigsten Götter des altnordischen Götterkanons und tatsächlich war er das im Volksglauben wohl auch. In diesem Video werden wir uns aber ein bisschen anschauen, welche Charakteristika Thor in den literarischen Quellen auszeichnen. Wenn wir uns der Figur Thor literaturwissenschaftlich nähern wollen, dann muss uns zuerst klar sein, dass es nicht den Thor gibt. Das heißt, der Thor der Prosa-Edda ist nicht der gleiche Thor, der uns in der Lieder-Edda begegnet. Und auch die verschiedenen Thors der einzelnen Lieder der Lieder-Edda sind eigentlich mehrere Figuren. Der Einfachheit halber reden wir hier aber vom Gott Thor und schauen uns an, was die Eddas so von ihm erzählen. Thor ist der Donnergott, der stärkste aller Götter und Menschen und Bekämpfer der Riesen. Eigentlich ist Odin der oberste Gott, aber die Götter sind in vielen Erzählungen auf Thors Schutz angewiesen. Im praktischen Glauben wurde er unter anderem als Kriegsgott verehrt, während Odin mit der Zeit eher als Gott der Magie und Dichtung galt. Thors Vater ist Odin und seine Mutter ist Jörg. Das bedeutet Erde, das heißt, sie ist die Göttin der Erde oder sogar die Erde selbst. Seine Frau ist Sif, die Göttin mit den goldenen Haaren. Sie hatte vor Thor schon einen Sohn, nämlich Ull, den sie mit in die Beziehung gebracht hat und dementsprechend ist Thor quasi sein Stiefvater. Er hat insgesamt drei Kinder, einmal die Söhne Mosi und Magni und die Tochter Thrud. Er herrscht über ein Reich, das Thrudvang heißt und sitzt in einer Halle namens Bilskirnir. Und das ist das größte Haus, das den Menschen bekannt ist, mit unzähligen Räumen und Sälen und total riesig, einfach wie es sich für einen Thor gehört. Er besitzt außerdem einen Wagen, der von zwei Ziegenböcken gezogen wird. Und deswegen wird er manchmal auch als Wagengott oder Wagentor bezeichnet. Er hat außerdem zwei DienerInnen, nämlich einmal den jungen Thjalfi und das Mädchen Röskva. Die wurden ihm einmal als Ausgleich dafür gegeben, dass Thjalfi einem seiner Ziegenböcke das Bein gebrochen hat. Neben den Riesen ist Thors Hauptfeind oder Hauptgegner die Midgard-Schlange Jörmungand, eines der Kinder Lokis. Er hatte sie auf seinen Reisen schon einmal angetroffen und mit ihr gerungen, aber sie ist ihm leider entkommen und erst bei Ragnarök, also dem Weltenende, werden die beiden noch einmal gegeneinander kämpfen. Man stellte sich Thor groß und rotbärtig vor und kräftig, also muskulös. Eine seiner zahlreichen Fähigkeiten besteht darin, dass er sehr viel essen und trinken kann. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, in der Loki, Thor und dessen DienerInnen beim Riesen Utgarda-Loki sind. Und dort soll Thor mit einem Mann um die Wette trinken. Dafür bekommt er ein Horn, das mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und Thor trinkt und trinkt, aber es wird einfach nicht weniger im Horn. Und am Ende stellt sich heraus, dass das alles ein Trick gewesen ist und er fast das gesamte Meer ausgetrunken hat. Er zeichnet sich außerdem durch seine Körperkraft aus, aber auch durch seinen Zorn. Er ist sehr aufbrausend und wird sehr schnell wütend, dabei auch recht einfältig. Also seine kognitiven Kapazitäten gehen ein bisschen zugunsten seiner physischen Stärke zurück. Um seine Stärke zu unterstützen, besitzt er auch einiges an Ausrüstung. Er hat zum Beispiel eiserne Handschuhe, einen Kraftgürtel, der seine Stärke verdoppelt, wenn er ihn trägt, und sein wohl bekanntestes Attribut, den Hammer Mjölnir. Dieser Hammer wurde in einem Schmiedewettkampf von einem Zwerg gefertigt, hat einen kleinen Fehler, aber das ist nicht so schlimm, denn der Hammer ist trotzdem etwas sehr Besonderes, denn immer wenn man ihn wegwirft, kehrt er in die Hand seines Besitzers zurück und mit Mjölnir hat Thor schon viele, viele Riesen erschlagen. Und immer wenn die Götter ihn brauchen, eilt Thor ihnen sofort zur Hilfe. Und daher verwundert es ja auch nicht, dass Thor neben Odin einer der wichtigsten Götter war und dementsprechend häufig verehrt wurde. Auch heute kennen wir mitunter noch das Symbol des Thors-Hammers, das übrigens auch als Kreuz fungieren konnte, weil es sich von der Form her einfach sehr ähnelt. Sehr gewieft, diese alten Nordinnen.